Das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, wie immer mittwochs offen und frei für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist ein Anrufer, das ist Stefan. Stefan ist... Ach, hallo, eine Geschlechtsumwandlung hatte ich noch nicht. 46, stimmt das? 46, ja. Sehr schön. Stefan, um was geht's? Ja, und zwar verlasse ich Ende Februar Deutschland. Habe auch schon alles fertig gemacht, Wohnung gekündigt und mit der Krankenkasse alles geklärt. Also schon alles fertig gemacht. Wohin? Nach Norwegen. Wie schön. Wie schön. Ich bin ein großer Freund von Norwegen. Schön, ja. Wohin? Schön, ja. Wohin nach Norwegen? 20 Minuten oder 25 Minuten Autofahrt von Oslo weg. Also das ist eine Stadt, die keine Stadt ist. Das ist eine Riesenstadt. Wie heißt denn die Stadt? Sind aber nur Städte, nur Firmen. Ach so, nur, ach so. Da wohnt kein Mensch, außer die Nachtportiers wahrscheinlich. Ah, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist aber nicht das Schlimmste. Ja, Moment, du wanderst aus, willst wirklich auswandern, dort leben und dort arbeiten. Genau. Und hast auch schon einen Job da? Ich habe schon einen Job da, mein Arbeitgeber, der hat auch sogar schon eine Wohnung für mich. Ja, was machst du vom Beruf? Wohnflutig. Ich bin Mechatroniker, Industriemechatroniker. Mechatroniker? Was ist denn das? Viele Leute sagen, wir Leute haben ein gefährliches Halbwissen. Das ist also von jedem etwas. Es ist Elektronik, Pneumatik, Hydraulik, Mechanik, Computersteuerung und so weiter. Messregeltechnik, von allem etwas. Okay, naja, wir haben so eine grobe Ahnung. Ja, genau. Gefährliches Grundwissen eben. Und das Problem ist aber, dass ich das noch keinem gesagt habe. Auch meiner Lebensgefährtin nicht. Wie bitte? Nein. Wie bitte? Wie lange bist du mit deiner Lebensgefährtin zusammen? 6,5 Jahre. Nein, du bist 6,5 Jahre mit deiner Lebensgefährtin zusammen. Richtig, und gehst Ende Februar, was ja nicht mehr lange hin ist, erstmal für immer nach Norwegen. Richtig. Auch vor 1,5 Monaten ist mein Vater gestorben und meine Mutter, die ist auch noch nicht so ganz auf dem Damm, die weiß das auch noch nicht. Warum erzählst du das denn keinem? Weil es ist schon mehrmals in meinem Leben gewesen. Ich habe in Spanien gearbeitet und davor in Berlin ein Jahr und Düsseldorf und habe mich jedes Mal wieder bequatschen lassen, zurückzukommen. Wir hatten damals einen eigenen Betrieb. Ach so, die wollten das nie. Die wollten, dass du wieder zurückkommst oder die wollten erst gar nicht, dass du weggehst? Ganz genau, ja. Und ich habe mich jedes Mal bequatschen lassen und... Aber sag mal, mit der Lebensgefährtin, das ist ja wirklich krass. Ihr wohnt wahrscheinlich auch zusammen, lebt zusammen. Ja. Nee, die Krankenschwester hat jetzt Nachtschicht. Ja, das kann ich auch jetzt. Aber das sind doch wahrscheinlich 100.000 Dinge, die man da bedenken muss, Formalitäten, die man erledigen muss. Das hast du alles blind an ihr vorbeigemacht. Und vor allen Dingen die ganze Zeit dieses Vorspiegeln, dass alles in Ordnung ist. Also ich schlafe sehr unruhig, habe Schweißausbrüche, also fast so wie so ein psychosomatisch Kranker. Und ich rauche wie ein Schlot, damit die das merkt, muss ich ständig Bimssteine kaufen, um mir dann die Nikotin von Fingern zu... Wittert sie denn, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, die ist Krankenschwester und auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Aber, Ja, ich bin ganz baff und ganz, ganz ratlos. Das bedeutet, dass du sie auch nicht mitnehmen willst, oder was? Das war öfter eine Situation. Sie war also, wo ich in Spanien gearbeitet habe, war sie öfter da. Und auch als wir im Ausland mal so im Urlaub waren, da trifft man ja ab und zu so Leute. Ich bin ja auch nicht gerade kontaktarm. Und wir hatten zum Beispiel in Tunesien, hatte ich das Angebot von jemandem aus Cornwall gehabt, also Devon, da unten, England, die Küste, der für mich sofort einen Job gehabt hätte in einer Firma. Egal, Frage war, willst du sie gar nicht mitnehmen? Sie würde nicht mitkommen. Sie würde nicht mitkommen, meinst du? Nein, sie ist vor 20 Jahren schon von Polen hier rüber und musste einen Neuanfang machen. Ach so. Und die Sprache neu lernen. Ich habe Bekannte in Norwegen, das sind Deutsche, da ist die Frau auch
eine Krankenschwester. Und die Krankenschwestern sind heiß begehrt dort. Das heißt, sie könnte wahrscheinlich einen tollen und viel besser bezahlteren Job kriegen als hier in Deutschland. Sag ich nur mal so. Ja, wir haben öfter darüber gesprochen. Aber du bist dann auch bereit, darauf zu verzichten? Ich meine, das bedeutet ja auch letztendlich das Ende wahrscheinlich eurer Beziehung, oder? Beziehung, ganz genau, ja. Und das nimmst du so in Kauf? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Wir sind also nicht verheiratet. Ja, aber dann ist die Beziehung doch auch tot, Mensch. Dann ist die Beziehung auch tot, ja, ganz genau. Ist so? Das ist so, ganz okay. Genau. Das ist so. Und sie ist auch 6,5 Jahre älter. Naja, das ist ja egal. 6,5 Jahre älter. Und sie hat einen super Job. Ja. Ja gut, aber viel entscheidender ist ja jetzt der Satz, wenn du sagst, letztendlich ist die Beziehung schon gestorben vor einiger Zeit oder die Luft ist raus. Ja, was heißt, nein, zwischen uns beiden ist die Luft nicht so raus. Okay, vieles ist alltäglich geworden jetzt. Ja gut, aber wenn du so das hinnimmst und ganz einfach sagst, naja, ich geh jetzt nach Norwegen und ist mir egal, ob die mich kommt oder nicht, ist ja, die Sache aber, ja eigentlich... Aber meine Situation... bitte ich dich auch mal zu verstehen. Ich greife dich ja nicht an, ich fasse das ja nur zusammen. Ja, ich habe jetzt seit Anfang letzten Jahres über 370 Bewerbungen losgeschickt. Ja. Nur Absagen. Also ist das der Grund auch des Auswanderns, weil du hier einfach nicht Fuß fassen kannst? Und genau. War Norwegen schon so ein Land, von dem du so ein bisschen geträumt hast, oder ist das jetzt Zufall, Norwegen? Nein, mir geht es eigentlich auch darum, die ganze Mentalität der Leute. Also ich habe in Spanien... Warst du schon mal in Norwegen? Bitte? Warst du schon mal in Norwegen? Ich war ja öfter mit dem Motorrad, ja. Ach so. Motorrad. Warst du denn auch schon bei dem Arbeitgeber, zu dem du jetzt demnächst dann gehen wirst? Da war ich zwischen Weihnachten und Neujahr für 4 Tage. Und was hast du deiner Freundin erzählt? Ich habe da gearbeitet. Ja, ich habe einen langjährigen Bekannten, früher Schulfreund, der ist nach Freiburg gegangen, weggezogen. Ah, ich verstehe schon, du warst in Freiburg. Ja, ganz genau. Ich war in Freiburg. Oh, Stefan, aber das geht ja nicht so weiter. Nein, natürlich geht das nicht. Du erwachsener Mann von 46 Jahren. Ja. Du musst doch jetzt dazu stehen, was du für eine große Lebensentscheidung getroffen hast. Auch, du hast es gerade so beiläufig gesagt, dein Vater ist gestorben und deine Mutter lebt noch. Ja. Wie alt deine Mutter ist, ja wahrscheinlich auch nicht mehr so, die allerjüngste. 74. Das ist ja wahrscheinlich, wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, es ist für die ältere Dame wahrscheinlich auch ein Hammerschlag, wenn der Sohn doch so weit weggeht. Das kannst du ja nicht bis auf die letzte Sekunde aufsparen. Ja, bei meiner Mutter vielleicht nicht. Aber ich weiß, also mein Bruder und meine Schwester, die wohnen quasi um die Ecke von meiner Mutter. Also da wird das nicht allzu schwer sein. Sie kann mich auch verstehen. Oder sie hat mich auch damals verstanden, als ich schon mal weggegangen bin. Ach so, das heißt, da so ganz schlimm wird es vielleicht bei der Mama gar nicht. Nein. Zumal, wenn du in der Nähe von Oslo wohnst, es gibt ja ständig Billigflüge von Oslo nach Frankfurt, nach Köln, nach Düsseldorf, wo auch immer hin. Auch, ja. Gibt's auch. Das heißt, die Verbindung ist eigentlich, die kann man gut aufrechterhalten, ohne auch riesige Ausgaben machen zu müssen. Ja, richtig. Ganz genau. Und ich kriege ja auch alle 2 Monate einen Freiflug nach Hause. Ach, das auch noch von der Firma? Von der Firma, ja. So großzügig sind die Norweger? Ja, die sind, das ist ja ganz anders wie in Deutschland. Ich habe jetzt letztens bei einer Firma gearbeitet, auch ein harter Job in der Papierindustrie und Conti-Schicht und da habe ich für 6,67 Euro brutto die Stunde gearbeitet und das war eine Knochenmaloche. Und was verdienst du da oben? Da oben fange ich jetzt mit 17 Euro an. Ja. Nun ist das Leben da auch viel teurer, muss man sagen. Aber muss ich auch, ja, trotzdem. Ganz genau. Und ich kann also innerhalb der Firma hochsteigen bis auf 21 Euro. Aber man kriegt, anders wie in Deutschland, man kriegt noch Urlaubsgeld, man kriegt Weihnachtsgeld, man kriegt noch Prämien oder also, ich verstehe, der Arbeitgeber tut noch etwas. Ja, also ich verstehe das völlig und habe das nur oft genug schon gehört, dass man in den skandinavischen Ländern, vor allen Dingen auch in Norwegen, gerade auch im handwerklichen Bereich, in dem du arbeitest, halt gute... Ich habe ja 2 Handwerksberufe gelernt und gute dann Chancen erst geschult. Ja, so. Also das ist aber jetzt nicht das Thema. Das Thema, das finde ich auch toll, wenn du das machst und gar keine Frage. Aber du musst jetzt eine Klärung in deinem Umfeld herbeiführen. Wie schlimm auch für deine Freundin, 6,5 Jahre, wenn die dann plötzlich für so vollendete Tatsachen gestellt wird. Wann hattest du das denn vor, ihr zu sagen? Das weiß ich selber nicht, keine Ahnung. Ich würde mal vorschlagen, morgen. Ja. Ja, aber ich kann mir dann ausrechnen, dass das dann bis Ende Februar, bis ich dann darüber fliege, habe ich quasi die Hölle auf Erden, ist klar.
Ja, aber du musst ihr zumindest auch die Chance geben, sich damit auseinanderzusetzen. Du kannst dich ja auch nicht feige davon machen, sagen, ich gehe jetzt nach Norwegen und morgen steigst du ins Auto und bist weg. Das geht ja auch nicht. Das ist man auch einer Beziehung schuldig, wenn man so lange mit jemandem zusammen war. Mensch, natürlich hast du recht. Ja. Ne, das muss ich aber klar machen. Es ist ja nicht nur, dass du weg bist, sondern du kündigst ja letztendlich auch die Beziehung auf. Ja, ganz genau. Ich kann sie natürlich vor die Entscheidung setzen, auch mitzugehen, aber ich weiß jetzt schon, weil wir da schon oft drüber geredet haben, dass sie es nicht machen wird. Ich glaube, so wie du jetzt gerade über sie gesprochen hast, dass du das gar nicht möchtest. Doch, ich würde es sehr gerne machen. Aber sie hatte ja schon zigmal gesagt, nein, auf keinen Fall. Also sie ist in vielen... Also dir ist das so egal. Wenn sie mitkäme, wäre auch gut. Und wenn sie nicht mitkommt, ist auch noch. Mitkommen würde sehr gerne. Aber sie hatte ja schon mal die Möglichkeit, als ich in Spanien arbeitete. Mhm. Da hatte ich eine Stelle ausgemacht, weil Privatärztin und hatte trotzdem nicht. Trotzdem leider. Verstehe. Ja. Aber dennoch glaube ich, um es nochmal zu sagen, dass eure Liebe nur auch nicht mehr in großen Flammen steht. Insofern nicht meine vergebliche Arbeitssuche hier und die miesen Jobs, die ich bis jetzt hatte, die haben der Beziehung auch nicht gerade gut getan. Also Stefan, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, dass du die Pflicht hast, dein Umfeld so schnell wie möglich zu informieren. Mach es ganz behutsam bei deiner Mutter, das ist eine alte Frau. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich finde aber auch, du müsstest es so schnell wie möglich, natürlich auch behutsam, ordentlich mit dem Holzhammer auch deiner Freundin gegenüber erklären. Und dann es ist halt ein bisschen kompliziert noch die nächsten Wochen, das ist dann halt so. Für sie ist es ja auch schlimm. Ja, denke ich, hoffe ich. Ja. Bisschen feige, ne, bist du? Ja, natürlich, natürlich ist das ein gewisser Grad von Feigheit, natürlich, klar. Morgen. Das weiß ich auch selber. Stefan, morgen. Bitte? Morgen. Ja, morgen? Ja. Lass sie erstmal ausschlafen, glaube ich. So, ich hoffe, dass du bald mit den Mädels reden wirst, mit deinem ganzen Umfeld. Und dann wünsche ich dir in Norwegen einen guten Start. So wie es aussieht, wird es das, ja. Alles Gute. Okay, ja, ich danke dir. Tschüss. Jo, tschüss. Stefan. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse ist domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit dem Fabian. Und der ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Fabian. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe gestern meine Freundin mit meinem besten Freund erwischt. Ach du lieber Himmel. Mhm. Schlimmer geht's ja nimmer. Nee, geht's auch nicht. Deine Freundin mit dem besten Freund? Ja. Was ist das für ein bester Freund? Wie lange seid ihr schon eng miteinander verbunden? Also ich kenne ihn, seitdem ich 15 bin. In der Schule kenne ich ihn. Wirklich so der allerbeste Freund? Ja. Mit dem man alles beredet und mit dem alles beraten wird und so weiter. Mit dem man alles macht. In Urlaub fahren, Partys machen und halt alles. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 3 Jahre. Auch 3 Jahre schon? Mhm. Das heißt, er war auch früher ganz oft dann mit euch zusammen? Ja, das heißt, letztes Jahr Weihnachten hat sie ihn kennengelernt. Erst? Ja. Warum? Weil sie vorher irgendwie, also wir haben vorher immer nur uns halt am Wochenende gesehen. Mhm. Weil ich halt vorher nie zu Hause war, wegen meiner Arbeit. Mhm. Ging halt nicht er und anders. Mhm. Da haben wir uns immer noch am Wochenende haben wir gesagt, okay, die Zeit nehmen wir für uns und man hat kein Sehen und so. Ja. Und letztes Jahr Weihnachten hat er halt gesagt, okay, weil seine Eltern waren nicht da, meine Eltern auch nicht. Sind halt zu meinen Eltern gefahren, weil halt da die Tiere waren. Also letztes Jahr heißt 2007? Ja. Jetzt also vor ein paar Wochen quasi. Genau. Hat er auch eine Freundin? Nein. Nee. Mensch, dann haben die sich vor ein paar Wochen erst kennengelernt. Ja. Und schon geht da die Post ab? Ja. Wie, erzähl mal, wie du sie erwischt hast. Ja, also ich bin von Arbeit nach, ich hätte eigentlich Spätschicht gehabt den Abend. Mhm. Und dann haben die mich aber morgens angerufen, dass einer krank geworden ist. Okay, dann komme ich jetzt. Mhm. Und dadurch, dass ich halt morgens da war bis mittags, durfte ich halt mittags gehen und brauchte halt Spätschicht nehmen. Dann kam ein anderer für mich. Mhm. Ja, dann bin ich halt noch einkaufen gefahren und dann nach Hause. Und wo ich dann in die Haustür kam, habe ich gesehen, die Schuhe von meinem besten Freund stehen da. Du wohnst mit deiner Freundin zusammen, ne? Ja, genau. Mhm. Und ich so, warum stehen die Schuhe hier? Die Schuhe hast du gleich erkannt von ihm? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und er hat die gleichen wie ich und von daher... Ja. Und dann womit kamst du also unverhofft in die Wohnung? Genau, unverhofft in die Wohnung und habe halt Sachen abgestellt und bin erstmal dann überlegt, okay, ich sag, ich gehe jetzt erstmal hoch. Vielleicht hatte die auch, ist er vielleicht hier und keine Ahnung, vielleicht ja eigentlich auch ein Schlüssel, der kann immer zu mir kommen, wenn was ist. Mhm. Wir haben mich hochgegangen und dann habe ich gesehen, Schlafzimmertür war zu. Habe ich aufgemacht und habe ich die da beiden im Bett gesehen. Unfassbar. Ja. Die schliefen da in dem Moment noch? Ja. Oder waren die zugange?
Die waren voll dabei. Die waren sogar voll dabei? Mhm. Also wie in dem übelsten Film? Ja. Du machst die Tür auf und die beiden sind zugange? Ja. Und da? Dann habe ich gefragt, was hier los ist. Dann saßen beide im Bett, haben mich angeguckt und fragte meine Freundin mich, was ich denn schon zu Hause machen würde. Ich sage, ja. Was hat sie gefragt? Warum ich denn schon zu Hause bin. Ach so, warum? Hm. Weil ich hatte ja eigentlich Spätchen und sie meinte, wegen nach Hause kommen. Das ist auch eine unmögliche Frage. Sie wird da erwischt in der Situation und fragt sie, warum bist du schon zu Hause? Na super. Ja. Und dann haben die beide halt überstürmt die Wohnung verlassen. Beide? Ja, und er war als erstes draußen und sie so, ja, ich gehe dann jetzt mal lieber, ist glaube ich besser. Ich so, ja, ist auch besser. Du bist nicht ausgerastet? Nee, ich bin ganz ruhig geblieben. Ja. Warum weiß ich nicht, warum ich ruhig geblieben bin, aber ich bin halt ganz ruhig geblieben. Ist auch gut so. Und momentan weiß ich ja halt nicht, was ich machen soll. Ich habe meine beste Freundin angerufen und sie so, ja, die war auch heute Mittag hier und meinte so, ja, das musst du jetzt für dich entscheiden, was du machen möchtest. Ja, Moment, dann sind die beiden abgehauen? Ja. Wann war das jetzt? Wann ist das passiert? Gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag. Ja. Hast du jetzt seit gestern Nachmittag irgendwas von deiner Freundin oder von deinem Freund gehört? Ich habe meinen Freund angerufen und er meinte so, ja, ich habe ihn darauf angesprochen, was denn da gestern vorgefallen wäre. Und dann meinte er nur so, ja, war scheiße. Achso, du hast ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen, ja. Ich hab's nicht verstanden. Weil ich halt nur Klartext haben wollte, was da jetzt war. Und dann meinte er so, ja, war scheiße. Mir kam dann nicht so wie nur scheiße, mehr fällt dir dazu nicht ein. Also nein. Mhm. Und hat halt immer wieder auf andere Themen gekommen, was wir am Wochenende machen nicht so und so. Und dann habe ich halt nach 20 Minuten gesagt, ich lege mir jetzt mal lieber auf. Es ist besser. Wie, er sagt nur, dass es so gelaufen, wie du es gerade ausgedrückt hast. Ja. Und dann fängt er mit anderen Themen an. Ja. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie lange das gelaufen ist und ob es das erste Mal war oder schon das. Gar nicht. Wo ist denn deine Freundin jetzt im Moment? Also, wo ich vorhin bei ihr zu Hause vorbeigefahren bin, war das Auto bei ihr zu Hause. Und ich weiß, wenn das Auto vor der Tür steht, ist sie zu Hause. Also bei ihren Eltern? Genau, und sie fährt nur mit dem Auto durch die Gegend, weil sie ist zu faul zum Laufen. Und sie hast du noch nicht angerufen? Nee, da hat sie im Moment noch keinen Mut, so irgendwie sie anzurufen. Und sie hat dich aber auch noch nicht angerufen? Nein, hat sie nicht. Das ist natürlich ein eklatanter Vertrauensbruch von doppelter Seite. Das tut doppelt weh, wenn der beste Freund das macht, was natürlich unfassbar ist, und wenn das die Freundin macht, was genauso unfassbar ist. Ja. Und du weißt natürlich, du hast recht, du weißt gar nicht, was, wie lange das jetzt schon. Na gut, so lange kann es ja noch nicht gelaufen sein, aber ist ja auch völlig wurscht. Irgendwie. Wie? Ist trotzdem scheiße. Ja, natürlich, natürlich. Hat er denn irgendeine Form denn zumindest der Entschuldigung noch gesagt oder das auch nicht? Ich hätte halt nur gesagt, ja, war scheiße. Ja gut, das ist dann... Dann kam da sein Mund nicht. Das fand ich halt schon ein bisschen blöd. Das finde ich nicht nur blöd, das finde ich katastrophal, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Jo, ich habe keine Ahnung. Du musst deine Freundin anrufen. Ja, ich habe immer einen kleinen Mumm, sie anzurufen, weil sie hat scheiße gemacht, also muss sie nicht gefälligst auch mal anrufen, weil sie hat Mist gemacht. Ja, mag sein, aber dir brennt es ja nur auf den Fingernägeln. Ja, aber ich weiß, weil sie sagt immer, ja, wenn ich Scheiße mache, muss ich sie anrufen, weil ich habe Scheiße gebaut. Ja. Jetzt hat sie Scheiße gebaut und sie meldet sich nicht. Ja, und ja, also finde ich, so eine klare Regel, finde ich, muss man auch nicht haben. Du bist ja aufgebracht und zornig und denkst an nichts anderes wahrscheinlich. Ja, klar. Da finde ich es völlig legitim, wenn du das Telefon nimmst und sie anrufst und sagst, pass mal auf, Mädchen, wir müssen reden, komm her. Oder ich komme zu dir. Ich muss morgen aber arbeiten, genauso wie ich. Und also ich möchte jetzt erstmal abwarten bis morgen. Ich denke mal, dass ich morgen nach der Arbeit vielleicht bei ihr vorbeifahre. Ja. Und erstmal mit ihren Eltern spreche, ob sie da ist und was sie für eine Laune hat. Ja. Und dann fragen wir uns vielleicht, wie sie kommt. Nein, du musst sie zur Rede stellen. Ja, ich weiß. Und wenn die zu feige ist, dass sie sich bei dir meldet, was schon schlimm genug ist. Hm. Letztendlich hätte sie sich schon längst bei dir melden müssen. Sie ist weggelaufen. Ja. Sie ist weggelaufen. Sie hat wirklich was ganz Schlimmes getan und ist weggerannt. Ja. So, dann muss sie jetzt Rede und Antwort stehen, dir. Ja. Das heißt, auf jeden Fall. Du musst dir, überleg dir, im Eifer des Gefechts ist man dann aufgeregt und dann weiß man nicht, was man sagen und fragen soll. Überleg dir vorher genau, was du fragen willst. Ja. Was das soll, wie lange es gelaufen ist, was sie für Gefühle hat für den, ob sie dir vielleicht sogar mit einem anderen schon mal untreu geworden ist. Ja. So, dann wirst du ja rauskriegen, wie die sich verhält. Wie ist es denn bei dir? Würdest du ihr denn, je nachdem, wenn sie sich sehr reuig zeigt, würdest du ihr denn doch mal eine Chance geben? Momentan bin ich am Zweifeln, ja und nein. Ich weiß es nicht.
Mhm. Also ich liebe sie halt von ganzem Herzen und ich will sie auch nicht verlieren. Mhm. Wir haben viele schwere Zeiten durchgemacht. Momentan machen wir halt auch eine schwere Zeit durch, von mir jetzt selber aus. Und deswegen... Also ist ganz entscheidend, was sie sagt und wie sie sich äußert. Ja. Ob sie wirklich Reue zeigt? Ich meine, ganz dramatisch wäre es ja, wenn die sich in den verliebt hat. Das wäre der Hammer. Also ich glaube, das kann ich nicht aushalten. Das wäre der Hammer, wenn die jetzt nur in Anführungszeichen mal Sex hatten, nur in 10 dicken Anführungszeichen. Ja. Und sie sich wirklich ganz reuig zeigt und sich Zimmer entschuldigt und alles wieder gut machen will. Das wäre natürlich okay. Das fände ich auch gut, dann würde ich sagen, okay, komm, ich verzeih dir. Und ja, wobei so ein bisschen Distanz wäre vielleicht auch gar nicht mal schlecht, um dass du mal ein bisschen zu dir kommst und sie auch kapiert, was sie da gemacht hat. Ja. Aber du musst erstmal dafür, bevor man da jetzt weiter beratschlagt, musst du erst mit ihr gesprochen haben. Ja. So, das zweite Ding ist, der beste Freund ist unter Umständen genauso wichtig im Leben wie die Freundin. Ja, der ist mir sehr wichtig. So, wie wird es da jetzt weitergehen? Das war ja nur auch ein völlig unbefriedigendes Telefonat. Ja, ich habe keine Ahnung, ich muss halt mal gucken, ob ich vielleicht beide an einen Tisch hole, weil ich denke, ist nicht so gut. Mhm. Und dass ich halt vielleicht beide unparteiisch befrage, das weiß ich aber noch nicht, ich muss gucken. Ich würde es einzeln machen. Ich würde es einzeln machen. Ist besser, ne? Bitte? Ist besser. Ich glaube ja. Hm. Würde ich so spontan sagen, ja. Sonst ist die Situation extrem verkrampft und verspannt. Und, ja. Wenn du jetzt erstmal eine gewisse Klärung da mit deiner Freundin hinbekommst, würde ich dann auch so schnell wie möglich fordern, ein Treffen mit dem Freund. Ja, auf jeden Fall. Und da muss der auch etwas hinlegen, dass es ernst ist, dass du wieder Vertrauen gewinnen kannst, ob er auch wirklich will, dass die Freundschaft weitergeführt wird. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir machen alles zusammen. Deswegen, wir stehen alles durch, machen alles Scheiße zusammen und den als besten Freund verlieren möchte ich auch nicht, weil wir haben so viel durchgemacht und Ist denn eure Beziehung im Moment ein bisschen in der Krise? Eigentlich gar nicht. Also eigentlich? Wir verstehen uns bestens. Also ich meine mit der Freundin jetzt? Nee, eigentlich gar nicht. Also mir ist nichts aufgefallen, deswegen. Ich habe an meiner besten Freundin telefoniert, die mich auch gefragt. Ich so, nein. Da war überhaupt nichts, nichts, überhaupt gar nichts. Mhm. Es ist alles normal gelaufen, wie immer. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, von wem so der Hauptimpuls ausging, von ihm oder von ihr? Ja, das ist auch die Frage. Letztendlich ist es dann auch egal, weil der jeweils andere hat mitgemacht und hat sich insofern auch schuldig gemacht. Aber interessant ist das trotzdem, wer zuerst gebaggert hat. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, Fabian, du musst reden jetzt. Das musst du machen. Also finde ich auch legitim, dass du da jetzt rangehst. Ja. Das ist dein gutes Recht. Ich denke mal, dass ich das dann morgen in Angriff nehmen werde. Ja, genau. Wann bist du von der Arbeit zu Hause? Ich habe morgen Mittag Schicht bis 9. Also bis 21 Uhr. Ach so, bis 21 Uhr. Na gut, das ist ja dann okay noch. Jo. Was machst du vom Beruf? Ich bin Rettungsassistent. Ach so, ja. Fabian. Jo. Schlimme, ungewöhnliche, nee, ungewöhnlich nicht, schlimme und unangenehme, wollte ich sagen, unangenehme Geschichte. Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwie klärt und dass du dann doch wieder, dass sich das einrenkt, sowohl mit der Freundin als auch mit dem Freund. Obwohl, da müssen die jetzt schon viel ackern, dass die das Vertrauen wiederherstellen. Auf jeden Fall. Da ist viel kaputt gemacht. Ich kann dir ja Informationen geben. Genau, mail uns doch mal bitte. Ja, mach. Machst du das, ja? Ja. Lieber Fabian, alles Gute, toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, Freunde, morgen ist wieder Thementag. Und morgen werden wir uns beschäftigen mit Dingen, ja, die so zwischen Himmel und Erde geschehen und die man sich eigentlich nicht erklären kann. Das Thema morgen heißt unerklärliche Phänomene. Habt ihr zum Beispiel hellseherische Fähigkeiten? Hattet ihr schon mal eine Geisterscheinung? Oder hat euch jemand präzise die Zukunft vorhergesagt? Oder sind Dinge in eurem Alltag, eurem Leben passiert, die für euch völlig unerklärlich sind? Vielleicht seid ihr eigentlich so ganz rationale Menschen, die eigentlich mit so einem Hokuspokus, sag ich mal, nichts zu tun haben. Und dennoch ist euch etwas passiert, worauf ihr euch keinen Reim machen könnt. Was man so eigentlich nach allen Gesetzen der Logik und der Wissenschaft nicht erklären kann. Aber euch ist es passiert.
würde ich gerne mit euch drüber sprechen, über solche Phänomene, unerklärliche Phänomene. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr anrufen, um 1 geht die Sendung los und ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, eure Telefonnummer einschreiben und die Mail bitte nicht zu lang fassen, sondern kurz umreißen, was ihr gerne erzählen wollt. Unerklärliche Phänomene. Morgen, was ist in eurem Leben schon passiert, worauf ihr euch keine Reihe machen könnt? Wo ihr sagt, das muss irgendwas Übernatürliches sein, irgendetwas, was man vielleicht mit der jetzt bekannten Wissenschaft noch nicht erklären kann. Etwas, was wir Menschen einfach noch nicht wissen. Unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit der Alexandra und Alexandra ist 30. Hallo Alexandra. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Alexandra. Ja. Um was geht's denn? Mein Thema ist eigentlich, ich stehe vor der Entscheidung, für meine Eltern oder für meinen Bruder, den ich jetzt nach 29 Jahren erst kennengelernt habe. Das Problem an der ganzen Situation ist einfach nur, meine Mutter hat mir nie von ihm erzählt. Ich habe mit 12 Jahren unglücklicherweise seine Geburtsurkunde gefunden, habe sie auch eigentlich nie drauf angesprochen und habe es die ganzen Jahre rumgeschleppt und letztes Jahr Mitte August habe ich dann mich entschieden, mich einfach mal auf die Suche zu machen. Und Du hattest bis letztes Jahr mit niemandem drüber gesprochen? Ja, was heißt mit niemandem? Also mit der Verwandtschaft meines Mannes, ja. Also die wussten das alle von Anfang an. Aber mit deiner Mutter nicht? Nein. Und mit deinem Vater auch nicht? Nein, meinen Vater kenne ich eigentlich, ja, mehr oder minder eigentlich auch nicht. Also ich habe ihn bis zum 5. Lebensjahr, ja, mal hier und dort gesehen und aber auch nie wirklich den Kontakt gehabt. Ja. So, dann hast du dich jetzt vor gar nicht so langer Zeit entschieden, ihn zu suchen. Ja, also ich habe das dann, also durch diese ganzen Fernsehsendungen ist man da auch so irritiert und man denkt, die finden sich gar nicht. Und ich habe gedacht, eigentlich, bevor es zu spät ist, also ich hatte mir so ein Limit gesetzt, bis ich 30 bin, möchte ich ihn eigentlich auf jeden Fall zumindest mal irgendwie kontaktiert haben. Mhm. Und es hat doch ganz schön auch an der Psyche genagt nach einer Zeit. Und ich habe den Schritt dann gewählt, bin ihn gegangen und der ist also wirklich... Du hast ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden. Also war das kompliziert, ihn zu finden? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nach anderthalb Wochen schon Bescheid gehabt. Und wie hast du das gemacht? Über die Vermittlung, Adoptionsvermittlungsstelle bin ich gegangen. Ach so, da kriegt man dann solche Informationen? Ja, also ich hatte ganz normal erst versucht über das Einwohnermeldeamt, aber dadurch, dass die Daten alle so vage waren, konnten die mir natürlich keine Auskunft geben. Und beim Jugendamt haben sie mir dann gesagt, dadurch, dass er ja adoptiert wurde, sollte ich dann über diese Adoptionsvermittlungsstelle probieren. Und schon hat's geklappt? Ja, und das war so Wahnsinn eigentlich. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie so völlig im Traum und es kann eigentlich gar nicht Wirklichkeit sein. Hast du denn schon direkt Kontakt mit ihm gehabt? Ja, sicher. Also wir haben jetzt, also seit dem 30. August, da haben wir uns das erste Mal also auch getroffen. Ja. Und also jeden Tag Kontakt. Und wohnt er in deiner Nähe? Ja, nicht sehr weit weg. Also ich sag mal, eine gute Viertelstunde Autofahrt entfernt. Ach so, entfernt. Das ist ja super. Wirklich, was für ein Zufall. Das ist wirklich, also das ganze Problem an der Sache ist einfach nur, wir haben in der Kindheit fast nebeneinander gewohnt. Wir haben zusammen gespielt, wir sind miteinander zur Schule gefahren. Ach, das ist ja irre. Und ihr wusstet nicht, dass ihr Geschwister wart? Nein, ist er 29 Jahre alt? Er ist jetzt vorgestern 29 geworden. 29, also ein Jahr jünger als du. Genau. Warum hat deine Mutter ihn damals weggegeben? Tja, das sind Fragen, die ich mir stelle schon seit langer Zeit, die mir niemand beantworten kann. Also ich habe einmal mit meiner Mutter noch telefoniert gehabt, nachdem ich ihn also getroffen hatte, weil ich einfach so erschüttert war über das, was ich gehört habe, wie es in seiner Kindheit lief, und wollte eigentlich nur mal antworten. Sie sollte mir nicht Rechenschaft ablegen, warum. Es kann jeder in die Situation kommen, ich wäre ihr nie böse gewesen. Nee, was heißt Rechenschaft? Aber sie könnte es ja zumindest erklären, warum. Ja, nur eben, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe gedacht, ich bin die Schwester, ich habe ein Recht darauf. Ja. Habt ihr denn einen gemeinsamen Vater? Ja. Das schon. Und sie hat aber nicht, sie hat es nicht gesagt, warum sie den Jungen abgegeben hat. Nein, also meinem Vater hat sie damals erzählt, er wäre gestorben nach der Entbindung. Mein Vater war so auf Montage in Stuttgart und war so nie da. Da waren deine Eltern noch zusammen? Da waren die noch zusammen, ja. Da hat sie erzählt, der Junge ist gestorben? Ja. Also wie schrecklich. Also es war, ich muss sagen, die ganze Kindheit an sich war fürchterlich. Und irgendwann haben wir dann doch wieder Fuß gefasst und haben gesagt, wir fangen von vorne an. Aber das Ganze war nach einer Zeit schnell bemerkbar, dass es nur auf Lügen aufgebaut war. Wie alt warst du denn, als der Vater dann aus deinem Leben verschwunden ist?
Ja, offiziell, dann das letzte, was ich mich erinnere, da war ich 6. 6, ja. Und da hast du gerade die Andeutung gemacht, dass das Leben oder die Kindheit deines Bruders auch nicht so dolle verlaufen ist. Nein, also wir haben sehr viele Parallelen gefunden. Er ist dann in eine Adoptivfamilie gekommen? Ja, 3 Tage nach der Entbindung war die Adoption also schon über die Bühne. Und er hat es nicht gut gehabt da? Nein, überhaupt nicht. Wusste er denn... Er ist also auch in Heimen aufgewachsen, so wie ich auch. Und Achso, er ist ja gar nicht in der Familie geblieben? Nee, also er hat zwar heute noch Kontakt nur mit seinem Vater, aber die Mutter, ja, die darf das eigentlich nicht wissen, dass wir jetzt Kontakt haben. Ja, es ist alles sowas von verworren. Wie viele Jahre hat er denn dann im Heim zugebracht? Ja, insgesamt war er 4 Jahre im Heim und 3,5 Jahre im Internat. Und du? Ich war 5 Jahre im Heim und 6 Jahre bei meinen Großeltern und anschließend bin ich dann wieder nach Hause und sind dann also in derselben Nacht bei meiner Mutters damaligen Freund aus der Wohnung geflogen. Ja, und sie hatte einfach schon wieder 9 und das war für mich als Kind irgendwie, denke ich mal, auch so eine Phase, wo ich dachte, das kann nicht sein. Ja, das ist schlimm, natürlich. Einen rausfliegen und mit dem nächsten zusammenziehen. Ich meine, sie ist mit dem heute noch verheiratet. Mhm. Sag mal, wusste denn dein Bruder von deiner Existenz? Nein, überhaupt nicht. Nein, der war, als du ihn dann gefunden hattest, wahrscheinlich auch platt und völlig... Der war fertig. Also die ersten 2 Tage, wir haben uns eigentlich nur noch angestarrt und geheult und das war eigentlich, wir brauchten uns eigentlich nicht viel sagen und das ist dieses, was mir eigentlich auch schon wieder Angst macht. Das heißt, ihr kommt gut klar miteinander? Total super. Super, also richtig gutes Bruder-Schwester-Verhältnis. Ja, also als wenn wir uns eigentlich nie irgendwie, also dass wir nie getrennt gewesen wären. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich muss mich entscheiden zwischen meiner Familie, meinen Eltern, meiner Mutter oder meinem Bruder. Was heißt das? Das Problem ist, also ich hatte meiner Mutter, wir waren auf einem Fest zusammen und habe eigentlich gedacht, dass meine Mutter da wäre. Und und es wurde mir, meine Eltern sind selbstständig, muss ich dazu sagen, und wir haben also einen Ruf zu verlieren. Du sprichst jetzt von den Eltern. Hat deine Mutter dann wieder einen neuen Mann? Nein, die hat noch denselben Mann. Also den, mit dem sie damals zusammengegangen ist, als ich aus dem Heim kam. Ach so, also nicht mit deinem Vater? Nein. Wenn du von den Eltern redest du von einem Fremden. Ja, von meinem Stiefvater. Ich verstehe. Genau, meiner Mutter. Mhm. Und und in diese Existenz bin ich halt hineingewachsen und sie hat einfach Angst jetzt, dass Sachen ans Licht kommen vielleicht, die erzählt werden könnten, die ich erfahren könnte, die ich weitergeben könnte und wo halt eben die Selbstständigkeit irgendwie gefährdet wäre. Und sie hat mir also am Telefon auch gedroht, wenn ich weiter Kontakt halte mit ihm, dass ich es so weit bringen würde, dass sie sich aus dem Fenster stürze und halt eben alles so Sachen, wo sie mich wirklich tief verletzt irgendwie. Finde ich auch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß jetzt einfach nicht, soll ich den Schritt gehen? Im Prinzip, mein Bruder ist fremd noch für mich. Ich kenne ihn ja noch nicht so lange. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich alles echt ist, was passiert. Weißt du, Alexander, ich finde, du solltest auf jeden Fall dich nicht erpressen lassen. Das ist das Erste. Das denke ich auch. Also mein Problem ist, und wenn du jetzt ein gutes Gefühl hast zu deinem Bruder, und das ist ja auch eine irre Sache, wenn man in dem Alter plötzlich noch ein Geschwister, ein Brüderchen bekommt. Das ist überwältigend eigentlich. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Finde ich, hat niemand das Recht auf der Welt, auch deine Mutter nicht, das zu unterbinden. Und wenn deine Mutter offensichtlich große Fehler vielleicht gemacht hat in ihrer Vergangenheit, dann ist das ihre Sache. Und dann muss dann holt sie die Vergangenheit jetzt eben ein. Muss sie dazu stehen. Und sie muss dir eigentlich auch erklären, finde ich, was damals los war und warum sie den Jungen abgegeben hat. Eigentlich sollte sie sich freuen wie Bolle, dass der Junge aufgetaucht ist, und fragt der Bruder denn nicht nach der Mutter? Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er vielleicht irgendwie Kontakt suchen möchte, aber erstaunlich habe ich festgestellt, so, weil wir viel geredet haben auch darüber, und ich habe ihm also auch wirklich offen gesagt, wie die Situation im Moment für mich auch aussieht, dass ich eben vor dieser Wahl stehe, und er hat eigentlich sofort gesagt, nee, also er möchte gar nicht wissen. Ich kann mir vorstellen, die Mutter kommt ja nun gerade nicht sehr sympathisch rüber, jetzt schon erst recht nicht, wenn sie sich jetzt heute immer noch so verhält. Also das Problem für mich ist einfach nur, sie lässt den Druck an meinen Kindern aus. Und wir haben das Problem schon mal gehabt, dass unser Großer wirklich kurz vorm Psychologen stand. Und wie alt ist denn der Junge? Der ist jetzt 10. 10. Und es gibt noch ein Kind? Wir haben 5 insgesamt. 5 Kinder? Achso. Ja. Was sagt denn dein Mann zu der ganzen Geschichte?
Ja, er kennt es nicht. Er ist geschockt, er kann es nicht verstehen, er kennt es nicht. Er ist in einer Großfamilie groß geworden, er hat 6 Geschwister. Steht er denn mehr auf deine Seite in dem Sinne, dass er sagt, behalt den Kontakt zu dem Bruder, oder steht er mehr auf der Seite der Oma? Nee, überhaupt nicht. Also er konnte eigentlich mit meiner Mutter nie wirklich richtig. Den Bruder ist er? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da habe ich eigentlich auch die vollste Unterstützung. Also, ich habe nur die Angst, dass unser Sohn wieder in dieses Loch fällt. Und ich weiß ja nicht, wie eng verknüpft das ist. Dann würde ich mir ja wirklich die Mutter mal vorknöpfen und ihr sagen, dass sie... Ja, wenn ich das mal könnte. Also ich habe es versucht. Wir sind hingefahren. Wir sind nach Hause zu ihr gefahren. Ich habe sie angerufen. Ich habe ihr SMS geschrieben. Denn wenn sie jetzt das auch noch auf Kosten des Kindes macht... Ja, also ist das natürlich, die anderen kriegen es noch nicht so mit. So, dann kann man das wirklich nur mies nennen. Nur mies. Ja. Wenn sie schon irgendwie damit nicht zurechtkommt, dann soll sie sich mit dir auseinandersetzen, aber sie soll das Kind raushalten. Das habe ich ihr auch am Telefon gesagt bei unserem ersten Gespräch, dass sie bitte meinen Sohn ganz außen vor lassen. Was macht sie denn mit dem Kind? Ja, also ich muss sagen, unser Großer, der ist sehr fixiert auf die beiden und fährt also unheimlich gerne hin. Und sie haben ihm also gesagt, ja, wenn deine Mama jetzt nicht aufhört damit, sowas zu machen, dann darfst du nicht mehr zu uns kommen. Wie gemein. Wir haben dich nicht mehr lieb. Wie gemein. Wie widerlich und wie gemein. Ja, und also wir haben wirklich eine Zeit hinter uns gehabt, wo wir das auch schon mal annähernd so hatten, was wirklich für ihn sehr problematisch war. Ja, das glaube ich. Das ist, finde ich, also das ist wirklich unter aller... Und so weiter. Also das dürfte nicht passieren. Und davor habe ich jetzt eigentlich wieder Angst, weil er wieder diese Ambition hat, sich zurückzuziehen, stundenlang zu weinen im Zimmer und uns eigentlich gar nicht mehr davon zu erzählen, weil er einfach Angst hat. Wir könnten ihm jetzt sagen, lass das, sonst haben wir dich auch nicht mehr lieb oder so. Alexander, was diese Grundgeschichte anbelangt, ist meine Meinung ganz eindeutig. Halte den Kontakt zu deinem Bruder. Mach genau das, wonach dir das Herz steht, und freue dich, wenn du einen guten Kontakt zu deinem Bruder hast. Ja, sicher freue ich mich darüber. Ich habe einfach nur Angst, dass sie wirklich irgendwie sich was antun könnte, wofür sie mich dann, oder wofür ich mir dann vielleicht irgendwie mein Leben lang Vorwürfe Drohung würde ich würde sie zur Seite schieben, weil das eine gemeine und bösartige Drohung ist, wo sie dir das Leben mit schwer macht und dich unter Druck setzen will. So, und was das Kind anbelangt, den Umgang mit dem Kind, wie geht man mit einem Kind um, das zwischen solche Fronten gerät? Das würde ich gerne, dass ein fachkundiger Mensch dich da etwas berät, nämlich mein Psychologe, der Peter. Das ist, glaube ich, fundierter, und da gehört auch ein Psychologe ran, wie du dich jetzt in dem Konflikt dem Kind gegenüber verhalten sollst und so weiter, wie das gehandhabt wird. Ja, da würde ich dich bitten, aufzulegen jetzt, und du wirst von Peter zurückgerufen. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, fahr die Bruderlinie und versuche dennoch das Gespräch mit der Mutter zu finden, soweit das irgendwie möglich ist. Wenn sie sich nicht so versperren würde, wäre das ja nicht das Ding. Ja, das ist das Schlimme dann, ja. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, kannst du ja mit meinem Psychologen gleich auch mal überlegen, vielleicht auch einen Menschen, der vermitteln könnte zwischen dir und der Mutter. Also wir haben es im Bekanntenkreis schon mal gehabt, eine neutrale Person, aber sie lässt sich ja auf gar nichts ein. Sie hat einfach Angst, dass irgendwas rauskommt. Nur ich weiß nicht, was rauskommen könnte, weil ich denke mir, als Tochter müsste ich ja eigentlich wissen, was meine Mutter für ein Leben geführt hat. Ja, ich auch so, ja. Also ich habe da eigentlich keine Ahnung. Also es muss irgendwas Tiefgründiges sein. Also, lieber Alexander, wir rufen dich jetzt gleich an, und ich wünsche dir und deiner Familie wirklich alles Gute und schönen Gruß an deinen Bruder. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Unerklärliche Phänomene, ihr Lieben, heißt unser Thema morgen. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die so zwischen Himmel und Erde passieren, die man nicht wirklich erklären kann. Wo man vielleicht auch als sehr rational und naturwissenschaftlich orientierter Mensch davor steht und sagt, das begreife ich nicht. Vielleicht eine Geisterscheinung, vielleicht ein hellseherisches Phänomen, vielleicht irgendetwas, was vorgefallen ist, was euch komplett umgehauen habt, und wo ihr sagt, das bringt mein Weltbild vielleicht sogar ins Schwanken. Unerklärliche Phänomene, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, bitte rund um die Uhr mailen oder ab 0 Uhr hier unsere bekannte Telefonnummer anrufen. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jasmin, was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich möchte einfach erzählen, wie ich mein Bein verloren habe vor 10 Jahren.
wie du dein Bein verloren hast vor 10 Jahren. Ja. Da warst du 14. Ja, da war ich 14, ist richtig. Ist das Bein ganz verloren bis einschließlich Oberschenkel? Nein, das ist unterhalb des Schenkels. Ich habe mein Knie zum Glück noch. Das Knie hast du noch? Ja. Ja. Was ist passiert? Zu meinem ersten Lebensjahr hat man gemerkt, dass die Knochen nicht so ganz in Ordnung waren. Mhm. Man hat einen Schienen reingesetzt und ich sollte dann laufen lernen. Das hat halt nichts gebracht. Die Knochen sind immer wieder gebrochen. Dann hat man zwischendurch Pausen gemacht. Und ein paar Jahre später habe ich Schrauben mit Metallplatten ins Bein reinbekommen, um die Knochen zu stabilisieren. Mhm. Kaum ist es verheilt, sollte wieder laufen, ist wieder gebrochen gewesen. Und bezog sich diese Brüchigkeit der Knochen ausschließlich auf die Beine oder auch auf Schultern, Arme? Das ist nur mein linkes Unterschenkel. Nur am Bein war das. Mhm, nur mein linkes Bein, was mir halt sehr schwer fällt, damit umzugehen. Also ich hab ca. 50 Operationen hinter mir, allein um das Bein zu retten, was leider nichts gebracht hat. Erzähl mal weiter, wie das sich dann weiterentwickelt hat. Ja, also wie gesagt, man hatte dann Metallschrauben reingetan, das ist dann auch gebrochen beim ersten Schritt. Dann hat man wieder ein paar Jährchen Pause gemacht und hat mir dann von der Hüfte aus, ohne meiner Mutter ihr Wissen, ins Bein reingesetzt. Und es hat auch nichts gebracht. Und dann hat man Fixateur reingemacht. Das ist so ein Gerät, sind lauter Ringe, treten durchs Bein. Das hatte ich 2 Jahre, das Teil. Und das hat dann auch nichts gebracht, weil der Draht, wie ich aufgetreten bin, gerissen ist vom Knochen und ein Stück Knochen abgebrochen ist. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir sie untersuchen. Und dann haben sie daraus festgestellt, wenn man die Knochen nimmt, dass sich das bröselt wie Mehl. Und das bezog sich immer nur auf das rechte, sagst du, ne? Nur auf, nee, linke. Auf das linke, auf den linken Unterschenkel. Ja. Alles andere war ganz normal und in Ordnung. Alles andere war super normal. Was war das denn dann? Ist das eine bekannte Erkrankung? Es ist eine bekannte Erkrankung. Das ist eine Erbkrankheit von meinem Onkel, den ich aber leider auch nicht kenne. Mhm. Die Krankheit nennt sich Morbus Recklinghausen. Mhm. Das ist eine Erbkrankheit mit Neurofibromatose. Das heißt, da können sich Tumore bilden an den Knochen und können auch woanders Tumore aufwachsen, aber es ist ja nicht passiert ist. Mhm. Hauptsächlich ist wie viel mal? Was hast du gerade gesagt? Wie viel mal bist du zu der Amputation operiert worden? 40 Mal. Doch. 40 Mal am Bein operiert worden, als Kind. Und ja, insgesamt jetzt bis zu meinem 14. Lebensjahr insgesamt 40 Mal. Man hat ja noch zwischendurch Operationen gehabt, aber die gehören ja nicht dazu. Und dann hat man mit 14 Jahren entschieden, wir amputieren den Unterschenkel, weil es nicht zu retten ist, weil es nicht zu machen ist. Leider. Meine Eltern waren da erst nicht einverstanden mit, weil sie da nicht mit klarkamen. Mhm. Meine Mutter und mein Vater haben Nein gesagt, machen wir nicht. Meine Tochter behält das Bein. Mein Vater hat genau das Gleiche gesagt und ich bin seelisch kaputt gegangen, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so dermaßen... Ach so, die Ärzte haben gesagt, es muss eigentlich gemacht werden und die Eltern haben wiederum gemeint, nee, wir wollen das nicht, das Kind. Und was wolltest du? Eigentlich hatte ich gehofft, dass mir mal endlich hilft, dass man mein Bein retten kann. Mhm. Dann haben die gesagt, es gibt höchstens eine Möglichkeit von meinem Vater, den Knochen in mein Bein reinzusetzen. Das hieße, ich würde locker 2-3 Jahre im Krankenhaus liegen, Bettruhe, komplett. Mhm. Aber das hätte auch nichts gebracht, weil die Knochen waren so kaputt. Durch Köln ist das ganze Bein dermaßen kaputt gegangen. Durch die Ärzte haben operiert, es hat nichts mehr gebracht, absolut nicht mehr. Aber dann ist doch dann die Entscheidung gefällt worden, dass das amputiert werden sollte. Haben deine Eltern dann dem doch zugestimmt? Ja, nach einem Jahr. Ne? Also mit 13 hat man mir halt dann gesagt, das Bein muss halt ab. Mhm. Und meine Eltern waren da halt nicht einverstanden mit. Ich war sauer, ich bin abgehauen von zu Hause, weil ich Stress hatte mit meinen Eltern. Mhm. Ich habe denen gedroht. Ich so, Leute, ich möchte mein Leben weiterleben. Ich möchte irgendwann wieder laufen können, nicht immer im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und, das heißt, und hinterher war deine Meinung so, dass du wolltest das und deine Eltern wollten es nicht? Ja. Ach so. Mhm. Ich wollte es halt riskieren, weil der Arzt hat gemeint, es ist nicht ganz sicher, ob das klappt. So. Das war vor 10 Jahren, jetzt bist du 24. Jetzt bin ich 24, ja. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Die Krankheit ist weg?
Nein, das nicht. Also ich habe jetzt eine Unterschenkelprothese, die Krankheit bleibt immer. Es kann halt passieren, dass ich wieder mein linkes Bein breche, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also das ist der Oberschenkel, dass es weitergeht in den Oberschenkel, oder wie? Ja, genau, dass alles hochgeht in den Oberschenkel. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Das ist jetzt so nicht, also ich laufe hier ganz gut durch die Gegend rum, ich gehe einkaufen, ich gehe schwimmen, ich mache Sport, ich mache alles. Das heißt, zehn Jahre ist es jetzt gut gegangen? Ja. Kann man so sagen? Ja. Bist du in ständiger ärztlicher Kontrolle und Beobachtung? Ja, bin ich jedes Mal. Also ich bin auf jeden Fall alle 3 Monate, 4 Monate fahre ich nach Aachen ins Klinikum. Und die untersuchen mein Bein, die sind bis jetzt zufrieden. Also ich habe eine sehr gute Beinprothese, das fällt absolut nicht auf, ob ich eine Beinprothese habe. Und du kommst gut damit klar, auch wie du sagst, du kannst laufen und man sieht es dir vielleicht gar nicht an, wenn du eine Hose anhast und... Das sieht dann absolut nicht an. Gut, wenn jemand mich jetzt fragt, warum humpeln Sie, dann sage ich das natürlich und dann machen die erstmal große Augen, wie, Sie haben Bein verloren. Ich so, ja, und dann mache ich mal aus Witz und Üxerei, ziehe ich mein Bein auf hier, das ist mein Bein und also ich nehme es total mit Humor. Ist es denn so, du hast ja dann schon extrem viel mitgemacht als Kind und als Jugendliche, dass schon so eine große Angst, die im Nacken sitzt, dass die Krankheit nochmal ausbrechen könnte? Ja, das ist es. Also ich habe Angst, dass es schlimmer wird mit meinem Bein. Und ich hoffe, dass es jetzt immer noch gut weiterläuft, dass ich dann halt keine Probleme kriege. Gut, irgendwann passt die Prothese nicht mehr, dann ist das wieder stressig, dann muss ich wieder eine neue Prothese kriegen. Gut, aber das ist vielleicht nicht so schlimm, als wenn die Krankheit wieder akut wird. Nee, das nicht. Was ist denn die Prognose der Ärzte? Sagen die, wenn es jetzt 10 Jahre gut gegangen ist, dann sind die Chancen hoch, dass es auch weiterhin so läuft? Ja. Das klingt doch schon mal dann prima. Ja, das auf jeden Fall. Also die Ärzte raten auch, ich soll Sport machen und ich soll viel, viel Milch und Milchprodukte essen. Ach, wegen des... Wegen den Knochen halt. Und das mache ich auch. Ja. Also die wollten mir Medikamente geben. Ich so, Leute, ich nehme keine Medikamente. Ich habe 15 Jahre Medikamente genommen. Das will ich nicht mehr. Wie ist denn das jetzt so? Du bist 24 Jahre alt. Das ist ja schon die Zeit, wo schon eine ganze Menge vielleicht passiert ist in Sachen Liebe oder passieren sollte. Bist du da etwas gehemmt, auf Männer, auf Jungs zuzugehen? Ja, leider. Also ich habe vor 2 Jahre nach meiner Beinamputation habe ich einen Mann kennengelernt, den Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen. Müssen wir ja auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich gut mit dem verstanden und ich habe in dem Zeitraum im Wohnheim gewohnt, weil ich halt Stress hatte mit meinen Eltern, wegen meinem Bein. Ich bin oft mit ihm unterwegs gewesen, war auch mal in Diskotheken oder ich war mal mit ihm schwimmen oder so. Und es ist 3 Jahre ist es gut gegangen. Dann bin ich ins Apartment gezogen für selbstständiges Wohnen. Ja. Und dann ist er aggressiver geworden gegenüber und hat mich andauernd kontrolliert, hat die Hand hochgehoben und all solche Sachen. Ich war naiv, ich habe den Kerl halt geliebt. Und ich habe immer gesagt, ja, ist okay, ich verzeihe dir und all solche Sachen. Und dann ist die Sache kaputt gegangen. Anfang letztes Jahr habe ich Schluss gemacht, endgültig, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil wie ich zum Beispiel im Krankenhaus war und habe meine Mandeln rausgekriegt, hat er mich angerufen, hat gemeint, wie geht's dir, ist so, mir geht es schlecht, wenn du gerade anrufst. Also der hat mich immer wieder kontrolliert, immer wieder. Aber die Sache ist jetzt vom Tisch. Ja, Gott sei Dank. Ja, und er hat mich halt, er hat mir offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, dass er mich 7 Jahre aus Mitleid gelebt hat. Und das tat mir verdammt weh. Also, gut, dass du los bist, Jasmin. Ja, das ist auch ein wichtiger Schritt. Machst du beruflich auch was? Hast du eine Ausbildung gemacht? Ging das? Ich habe in einer Behindertenwerkstätte gearbeitet. Ja. Wo ich mich nicht wirklich sehr wohl gefühlt habe, aber die ist seit dem 13. Januar zu Ende. Ja. Und ich suche momentan was auf dem freien Arbeitsmarkt. Und was hast du da gearbeitet? Ich habe bei den Alexianern Servicebetrieben in Köln gearbeitet. Das ist so eine für Trommellager, für Staubsauger zusammenzubasteln. Ja. Also Jasmin, also ich finde erstmal die absolut wichtigste und gute Nachricht ist, nachdem du uns deine sehr schlimme Krankheitsgeschichte erzählt hast, dass es dir trotz der Amputation oder wegen der Amputation wahrscheinlich gut geht und dass die Krankheit nicht wieder ausgebrochen ist. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das so weiterläuft.
Und dann wünsche ich dir eigentlich auch einen tollen Typ, der das hättest du dann auch verdient, der dir dann hoffentlich bald mal ins Haus schneidet oder über den Weg kommt. Ja, daran glaube ich nicht mehr wirklich dran. Ich bin so oft über den Tisch gezogen. Du bist erst 24, da wird schon noch was kommen und was werden. Ja, ich wünsche es dir jedenfalls von ganzem Herzen, Jasmin. Ich danke Ihnen. Und natürlich auch, dass du irgendwo einen Job findest, dass du eine Arbeit dann hast, die dir Spaß macht. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich habe mich auch gefreut, mit dir zu telefonieren. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke Ihnen. Tschüss. Es hat Jasmin nicht gesiezt. Naja. Ist ja wahrscheinlich so rausgerutscht. Hier ist Simone. Simone ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo Simone. Grüß dich. 47. 47 Jahre alt, ja. Ich hatte gestern schon mal versucht anzurufen. Da war dieses für mich sehr wichtige Thema Gewissensentscheidungen und hat aber leider nicht geklappt. Und ich dachte, ich darf noch mal was nachschieben. Simone, ich muss mal was Indiskretes sagen. Ich bin etwas irritiert. Wegen der Stimme. Ja. Ja, das erkläre ich auch gleich. Ich bin eine transsexuelle Frau. Dann ist alles klar. Und das Problem Gewissensentscheidung war einfach die Frage Weiterleben mit der gesamten Problematik der Anpassung oder dem Leben ein Ende setzen. Also, das heißt, anders ausgedrückt, Weiterleben als Mann? Nee. Weiterleben in dem Gefühlten, in dem richtigen Geschlecht. Oder Schluss machen mit dem Leben als Mann, so direkt. Ja. Das ist so ein bisschen der Aufhänger gewesen. Jetzt muss ich mal, das habe ich immer nicht richtig verstanden. Du bist geboren in einem männlichen Körper. Ja. Und hast dich entsprechend nicht wohlgefühlt in diesem Körper. Ja. Und du standst vor der Entscheidung, Schluss machen? Oder die Anpassung versuchen. Mit all den Konsequenzen. Anpassung heißt, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, die Umwandlung zu beginnen von Mann zu Frau. Ja, so ist es landläufig. Ja, ich sag's mal so profan, da versteht's auch jeder. Dann, ja, ist es ja auch dann ganz klar. Ja. Wann standst du vor diesem Punkt? Entweder ich nehme mir das Leben oder ich gehe diesen schweren und ja komplizierten Weg auch, An- und Umwandlung. Ja, das war 1999 so, da war ich 39, da hatte ich im Grunde genommen ja so das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Hattest du da ein ganz normales, was man so normal nennt, Leben als Mann? Ja. Mit Familie auch und Frau? Normal in Anführungsstrichen. Also genau. Ich hatte eine Frau. Ja. Bin auch für zwei Kinder da. Ja. Und es hat sich aber in dem Zeitraum dann so 98, 99 einfach herausgestellt. Das ist eine riesengroße Lebenslüge. Und hattest du das schon früher, als du noch jünger warst, auch schon gemerkt? Ja, mit 5, 6 Jahren ging das los. Ach, so früh? Dass ich mir nicht im Klaren war. Mädchen oder Junge? Ja. Mhm. Und je älter du wurdest, war immer so ganz fern in dir das Gefühl, eigentlich bin ich eine Frau. So direkt konnte ich es noch nicht artikulieren. Verstehe. Das hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich da sehr schüchtern war und auch Zurückhaltung geübt habe. Ja, und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich dann einfach wissen wollte, ich gehöre irgendwo hin und habe dann bewusst versucht, das anzunehmen, was mir, sagen wir mal, durch das angeborene Geschlecht auch durch Eltern, Schule und Freunde und was weiß ich drumherum so immer wieder aufgedrückt wurde, du bist ja eigentlich ein Junge. Mhm. Aber glücklich war ich damit nicht. Stelle ich mir sehr qualvoll vor. Ja, ich habe auch sehr viel mit Depressionen zu tun gehabt. Wenn man immer letztendlich gegen sich lebt, ja. So war es ja. Ja, das ist ein guter Begriff, ja. Ja. Wie nah an der Selbsttötung warst du? Ja, also ich sage mal so, ohne jetzt in Details zu gehen, um irgendwelchen Leuten was zu vermitteln. Ich habe sehr, sehr direkt davor gestanden und es war auch vorbereitet. Ich habe zwar niemandem darüber was gesagt, aber es war so vorbereitet, dass dem äußeren Anschein nach, dass wie ein Arbeitsunfall hätte aussehen können, zweimal. Was hat denn dann den Schalter umgelegt in dir? Das waren zwei Dinge.
Das eine war ein Bild von meiner kleinen Tochter. Mhm. Und mit fragenden Augen. Mhm. Und das andere war einfach so die Suche danach, oder ich kann es schlecht formulieren. Also es war einfach, war es das jetzt? Ist das alles? Oder bist du doch noch in der Lage, was zu ändern? Mhm. Und ja. Vielleicht war das Kind das Ausschlaggebendste. Kann das sein? Ich denke ja. Mhm. In erster Linie. So, nachdem der, ich sag's mal so, der Schalter umgelegt war und du dich dann für das Leben entschieden hast, bist du dann relativ schnell drangegangen, dein Leben auch zu verändern? Nein, also sagen wir mal so, das ist in dem Zeitraum gewesen, im Frühjahr 2003, also man kann sagen fast 5 Jahre zurück. Mhm. Ja. Und ich habe dann aber wirklich versucht, strukturiert vorzugehen, überlegt vorzugehen. Mhm. Liegt vielleicht ein bisschen in meiner beruflichen Ausbildung, aber letztendlich war es so, dass ich auch versucht habe zu testen, inwieweit ist es lebbar. Immer noch mit dem Hintergedanken, ja. Du kannst ja immer noch mal. Was bist du denn vom Beruf? Ingenieurin. Ja. Ich mache so in Richtung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Ja. Jetzt machen wir mal einen richtigen Sprung dann jetzt in die Jetztzeit. Heute heißt du Simone. Ja. Ich weiß von Gesprächen mit transsexuellen Menschen, dass die gar nicht so gerne ihren Namen nennen möchten, wie sie früher genannt wurden. Ist das bei dir genauso? Ach Gott. Wie hieß du früher? Ich kann das sagen, ich hieß früher Stefan. Stefan, aber der Stefan ist Vergangenheit und ganz weit weg. Ja. So kann man sagen. Ja. Du lebst heute als Frau. Wenn ich dich hier sehen würde, du bist eine Frau, äußerlich. Ja, na gut, mit den Schreckensergebnissen, die, sagen wir mal, das männliche Sexualhormon hinter mir. Okay. Okay. Also bist attraktiv in dem Sinne nicht, aber ich lebe Frau, ich fühle mich wohl damit. Ja. Hast du den letztendlichen Schritt auch gemacht und hast dich operieren lassen? Das steht mir noch bevor. Das steht dir noch bevor. Ah, ja. In 69 Tagen. Ach, in 69 Tagen. Ja. Das ist ja dann ein ganz wichtiges Jahr für dich, 2008. Ja. Wie haben deine Kinder darauf reagiert? Das war sehr schwer. Sie haben versucht, im ersten Moment das mit Gelassenheit zu nehmen. Und es gab aber dann sehr, sehr dramatische Auseinandersetzungen. Und wie alt waren die Kinder, als du es ihnen gesagt hast? Na, die Große war 18 und die Kleine war 15. Wie ist das Verhältnis heute? Wir reden wieder miteinander und es ist so, dass sie nach außen hin die Sache akzeptieren, aber ich habe das Gefühl, und das drückt mich sicherlich nicht, dass sie nach wie vor Trauer empfinden. Wie hat denn deine Frau damals reagiert? Im ersten Moment fassungslos, sie hatte einen Nervenzusammenbruch, was ja auch verständlich ist. Wir haben uns dann versucht zu unterhalten, aber diese Unterhaltungen, die endeten immer in Streit. Das gab es früher nicht und ja. Hast du heute mit ihr noch Kontakt? Ja. Das schon? Ja, also es ist so, dass das eine gute Entwicklung gegeben hat im letzten Jahr und ich muss auch so sagen, ich verzeihe ihr die Dinge, die sie mir angetan hat. Simone, jetzt muss ich leider abbrechen, ich weiß, weil die Sendung vorbei ist. Aber ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass wir haben sprechen können. Und ich drücke dir sowas von die Daumen für das, was jetzt vor dir liegt, dass du diesen letzten Schritt dann auch noch erfolgreich schaffst und dass du dann rundherum auch äußerlich eine Frau bist. Ja, ich wollte vielleicht noch eines sagen. Ich muss es leider abbrechen. Wir sind gleich weg vom Sender, Simone. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Und morgen heißt unser Thema unerklärliche Phänomene. 1 Uhr Radio, das Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und